Hey, Johannes hier von newgadgets.de und das hier ist das neue Sony Xperia Z2, das hier auf dem Mobile World Congress 2014 in Barcelona vorgestellt wurde. Optisch sieht es dem Z1 natürlich sehr ähnlich. Es wurde hauptsächlich die Hardware verändert. Also gehen wir mal auf die technischen Daten ein. Da haben wir jetzt also hier erstmal ein 5,2 Zoll Display. Das ist ein Triluminos Display mit einer Full-HD-Auflösung. Als Prozessor ein Qualcomm Snapdragon 801. Das ist ein Quad-Core mit 2,3 GHz. 3 GB Arbeitsspeicher und 16 GB Speicher für den Benutzer. Und dieser kann dann auch hier über diesen Kartenleser mittels MicroSD erweitert werden. Wenn wir jetzt schon hier an der Seite sind, gehen wir mal kurz um die Anschlüsse. Da haben wir hier den Power-Button, Lautstärketaste, Kamerataste, Micro-SIM-Karten-Slot und hier den Micro-USB-Port. Und hier den Kopfhöreranschluss. Wir haben ein Aluminium-Frame. Das Smartphone ist, wie die anderen Sony-Smartphones, auch wasser- und staubgeschützt. Und die Kamera. Und die Kamera bietet hier 20,7 Megapixel und 4K-Videoaufnahme. Ihr könnt auch 2K-Videos aufnehmen und auch 27p-Videos mit 120 Bildern die Sekunde für tolle Zeitlupe-Aufnahmen. Vorne haben wir eine 2-Megapixel-Kamera. Und das hier ist also das Sony Xperia Z2 hier auf dem Mobile World Congress 2014. Falls ihr Fragen habt, stellt sie einfach hier unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie so schnell wie möglich zu beantworten. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video hier einen Daumen hoch auf YouTube gebt. Das unterstützt mich sehr bei meiner Arbeit. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier ist das Sony Xperia Z2 auf dem Mobile World Congress 2014.